So, los geht's. Wir sind wieder da, wir sind noch am Leben. Ja. Leider, leider. Ist der Stuff neu gespawnt? Inventar voll. Ja, guck mal hier, ja, Fressen gibt's wieder. Hä? Essen, ja. Ja, natürlich. Ich hab nichts anderes gesagt. Besonders kriegst du bei den Zirax ohne Ende XP plus. Das einzige Problem ist, die sind absolut nutzlos, glaube ich. Weil es Piraten sind. Ja, das stimmt. Ansonsten, ja, gut, die haben halt ganz guten Stuff, ne? Aber ja, mal zurück zum Schiff und dann laden wir ab und dann. Und dann? Dann machen wir mal so Zirax oder so. Ja, hier hinten ist ja noch so ein Shuttle, wir müssen nur ja erstmal zurück. Ich höre doch hier ohne Ende böse Leute reden. Inventar voll. Ah, die Leute sind neu gespawnt. Ist da, also die Trader zumindest. Okay. Hast du gerade auf mich geschossen? Nee. Quatsch, wie kommst du denn da drauf? Das Schiff? Hm? Ah, das Schiff ist sogar weg. Bei mir auf der Karte markiert. Ich laufe genau drauf zu, cool. Ja, ich bin auch gleich da. Besonders ich habe Creepy genau gefunden. Was ist das? Weiß nicht, aber es gibt XP. Oh. Irgendwie habe ich übrigens null Ausdauer. Hast du nicht ein gebrochenes Bein gehabt? Nee, nee, ich wurde doch erschossen. Du bist ja 15 Mal gestorben, ja. Ich werde schon wieder von Spinnen verfolgt. Oh. Die geben aber zumindest XP. Aber trotzdem ist nervig. Ja, ist es kein Wasser? Ach nee, das ist Sand, lol. Ich renne die ganze Zeit drumherum. Hast du dich nicht gewundert, warum ich mitten durchs Wasser laufe? Deswegen. Hast du Ausdauer mal ganz blöd gefragt? Oh, ich werde angerufen. Hallo, Moto. Steigen sie ein, ich fliege zumindest schon zurück. Ja. Der wird das Sack einfach jetzt angerufen hier in der Aufnahme. Was soll man denn davon halten? Sitzt der drin? Der sitzt drin. So, wo muss ich denn überhaupt hin? Hier rechts irgendwo. Richtung da. Jo. Und was habe ich jetzt hier Wunderschönes zu erzählen, bis du wieder kommst? Außer, dass es wunderschön aussieht, wie immer. Ja. Ich glaube, ich mache hier einen Cut rein oder so. Ich weiß nicht, was ich. Ja, alles gut, ich bin da. Ja. Brauchst schon. Moin. Du musst nach links fliegen, Felix. Danke, dass du mir das sagst jetzt. Ohne Beifahrer. Alter, das Ding lenkt irgendwie links. Kacke jetzt. Links. Ja. Links. Hat es nicht gestern super geil gelenkt? Nein. Links. Wir gehen jetzt geradeaus. Ja. Leck! Alter, Junge. Was das war ein Leck. Ja, ja, ja. Jetzt wieder auf das Spiel schieben, weißt du? Ich denke, ja, das war die Serververbindung. Und wir sind aus. Dann sachte runtergleitet. Ja, natürlich. Du weißt doch, ich nur das Beste für dich. Wie ist von dir? Nee, jetzt müsste man nur noch hier hochkommen. So eine Reparaturstation oder so. Alter, ich hab jetzt hier aber Lecks. Kann sein, dass da oben wieder alles neu ist. Also wieder alles normal. Wo? Dort oben? Ich hab keine Lecks tatsächlich. Nicht? Nee, gar nicht. Ja, jetzt sind meine auch weg. Interessant. Felix doof, ne? Wenn man einen schlechten PC hat. Ja, ganz kacke. Alter, Fall, da haben wir viel Stuff jetzt drin. Also Stahlplatten werden wir nie wieder ein Problem haben. Wir haben über 4000 Stahlplatten. Benjamin! Oh, die Jungs, Alter. Landungstrupp. Einfach mal so. Er schießt irgendwo nach jemand, oder? Ja, ja. Die Frage ist, wo? Suchen und finden. Dort hinten, oder? Ich sehe niemanden. Der Armbrustschützer bestimmt. Osten, glaube ich. Hä? Licht. Hä?
Da neben dir! Oh, das ist nicht der Typ, der schießt. Das ist dieser Arm. Der ist dahinter, der ist dahinter, der ist dahinter. Ja, ich seh's. Darin. What the fuck? Ah gut, wir haben halt die jetzt halt übel geradet, ne? Aber das ist noch lange kein Grund, uns einfach so anzugreifen. So wie wir. Ja, die sind nicht besser. Noch geschossen. Sicher? Nee. Sehr schön. Ja. Ich weiß übrigens, warum ich die ganze Zeit keine Ausdauer habe. Ich habe viel zu viel Stuff mit. Und meine Rüstung ist restlos kaputt. Kann man die irgendwie aufrüsten? Weiß ich nicht. Stimmt, kannst du das? Antibiotische Dinge tue ich mal damit hoch. So, ansonsten, ja. Eisenbahn. Glaubende Lebensmittel. Tue ich mal alles im Kühlschrank. Ah, ja, geh in den Kühlschrank. Los. Ich muss aber sagen, ich habe ziemlich viel Zeug jetzt, also so an Multiladungen und Bohrerladungen. Minigun-Patronen im Inventar. Hey, warte mal, ich habe eine Frachtbox bekommen. Die kann ich doch bestimmt am Schiff anbringen, oder? Ja, es kommt drauf an, ist das ein rotes, ist da ein rotes Ding dran? Nee, rotes sie Stern? Ist grün, die kann man am Schiff anbringen. Ja, die kann ich hinten an den Stühlen bringen. Klick, jetzt haben wir eine Mini-Frachtbox. Kriegt man Nährlösungen her? Was? Nährlösungen? Nährlösungen, die bräuchte ich für Beete und so weiter. Hm. Ich habe aber Beete gemacht. Oh, Nährlösungen. Gesteinsmehl, gereinigtes Wasser brauchen wir. Unten ist gereinigtes Wasser, müssen wir mal holen. Der sollte den ganzen auf dem Wasser gemacht haben. Lass mal sehen gleich. Aber Beete habe ich 2 Stück. Geil. Ja, ich würde zumindest mal was anpflanzen, weil ich denke schon, dass sich das lohnt. Zumindest über die Dauer. Wobei, wir haben jetzt einen Plünderort. Wasserkanister. 62 Stück immer. Benjamin, wir haben doch jetzt einen Plünderort. Ja, das stimmt. Ich hätte aber echt gedacht, dass das schwerer bewacht ist. Also das waren ja jetzt nur so vereinzelt mal Typen und ansonsten gar nichts. Also gut, es war jetzt auch keine Military Base, ne? Aber dahinter ist eine Military Base. Trotzdem habe ich das wundert. Ich gehe mal in die Produktion. Du brauchst doch gerade bestimmt nichts. Benjamin, lässt du mich mal ganz kurz daran? Ich sterbe gerade. Ja. Also ich bin hier an dem Nahrungsmittelprozessor. Ja, dann stell mir mal ein bisschen Fleisch oder sowas her. Für die Waffeln her. Ist mir vollkommen egal. Nur irgendwas, was... Nicht gereinigtes Wasser her? Hä? Ehrlich, gereinigtes Wasser her. Hier hinten? Ah, hier. Wasserkanister einer. Geh mal da runter zum Schiff, links unten, am Ende. Da ist eine Wasseraufbereitungsanlage. Machst du da? Hä? Machst du dann da? Was machst du denn da? Ja, ich habe jetzt Wasserkanister. Woher hast du Wasserkanister? Kann ich das Wasser herstellen. Achso. Nein. Ach, hast du die rausgenommen oder was schon? Was? Die Wasserkanister? Ja. Aus der Aufbereitungsanlage? Ich habe gerade deine Turbinen abgebrochen. Ja, dann stellen sie einfach wieder her. Du hast gerechtsklickt und dann waren die auch immer weg. So, 5 Stunden. 6 Stunden. Ja, Wasser braucht man wahrscheinlich dann doch relativ oft. Die gar nicht herstellen, glaube ich. Was? Die Düsen oder so, ne? Wieso können wir die nicht? Ja, holen? Schubdüse S kann ich gar nicht herstellen. Ja, das ist vom großen Raumschiff, das musst du erst forschen. Warte, ich mach schon. Warp-Antrieb. Was ist Raumschiff? Wir haben allgemein keine Ressourcen mehr dafür. Ah gut, vielleicht habe ich es ja dann doch nicht. Ich hoffe, es trotzdem mal schade nicht. Ja, es... Die Dinger brauchen halt Ressourcen des Todes, was ein bisschen nervig ist. Und wir haben bisher nur 2 Düsen. Mit 2 Düsen kannst du halt nichts anfangen. Schau mal, ob ich Nährlösungen herstelle. Du bist gerade sehr leise geworden, Benjamin. Das ist schade. Das ist schade.
Ich glaube, ein großes Raumschiff können wir uns einfach noch nicht leisten. Nee, ich glaube es auch nicht. Also ich denke, es wäre sinnvoll, jetzt erstmal ein bisschen um den Hügel hier rum zu fliegen. Wahrscheinlich, ich kann das Kleine, aber auch kaum mehr. Also wir bräuchten... müsste Level 10 erstmal werden. Sprengladungen, Waffen mitnehmen und dann looten? Wird man zu den anderen fliegen, zu den Sirax, tatsächlich. Sicher? Ja, weil die deutlich mehr XP geben. Der Loot war da besser, meines Erachtens nach zumindest. Ach ja, stimmt, ich habe die Frachtbox getauscht. Wir brauchen Gewehrpatronen auf jeden Fall. Weil ich habe nichts mehr. Willst du welche her? Und ich würde vielleicht sogar Raketenwerfer noch herstellen fürs Flugzeug. Ich habe noch 6 Schuss mit dem Raketenwerfer. Kannst du mir mal 130er Pack herstellen, ein paar Raketen für den Raketenwerfer oder so? Ja. Weiß gar nicht, was ich dafür brauche. Raketenwerfergeschosse brauchst du dafür. Ich stell dir mal 3 her, dann hast du, glaube ich, 12 Schuss, das soll reichen. Oh, ich glaube nicht. Mal mehr Erlöse hin. Doch, das reicht easy going, Alter. Ich hab jetzt auch 20 Schuss gehabt und ich hab davon nicht viel verballert, eigentlich mehr so zum Scheiß. Alles easy. Du brauchst nicht so viele, wie du da denkst. Ich glaube, man macht wirklich immer. Oh ne, macht man nicht. Ja gut, Raketenwerfer ist ja wieder was anderes als so ein normales Ding, oder? Als so ein normaler Raketenwerfer, weil du ballerst ja auch 3 Stück gleich mit einmal weg oder so. Achso, das Schiff meinst du jetzt, der Raketenwerfer. Einen großen Raketenwerfer, dass wir uns einfach eine Tür reinsprengen und dann durchlaufen oder halt schnell mal so einen Geschützturm wegmachen aus der Ferne. Machen wir ein paar Bandagen. Ach, die Bandagen hatte ich sogar noch in der Ausgabe. Cool, ich hatte noch eine. Cool. So, ja, Lösungen. Ne, Detektor, soll ich einen kleinen Constructor? Ne, den kann man nicht aufs kleine Schiff knallen. Nee. Mobilen Constructor, brauchen wir vielleicht einen für unterwegs? Auch keinen. Weiß ich ja nicht. Bitte. Pflanzenbeet, Beton. Ich werde aber mal einen Passagiersitz machen, der was zu ist. Ja. Dann können wir in den Weltraum. Ja, kann. Hätte ich jetzt mal ganz blöd gesagt. Einen Kern, Tür und alles brauchen wir ja nicht. Nicht, dass du mir aus der Luft geschossen wirst. Das ist ja, lässt mich daran. Ich hab über 400 Flaschen gereinigtes Wasser jetzt. Ernsthaft? Aber Temperatur kühlt das runter, wenn du das nutzt. Cool. So. Ansonsten munitionstechnisch, Scharfschützengewehr, ja gut, ich brauche auch Munition. Gewehrmunition. Mhm. Ein paar. Als ein Stück. Würden reichen. Dann habe ich noch. Na gut, einen Raketenwerfer ansonsten noch. Ich brauche sonst nichts mehr, denke ich. Hier ein paar Multiladungen noch mit. Fließt genau damit ab. Okay, habe ich. Und jetzt, wie rum gehören die jetzt? Wo packen wir die hin, ist die andere Frage. Bestchen ist, wo soll ich mal Beete machen? Hier unten, glaube ich, mache ich die mal. Das ist auch eine gute Frage, um ehrlich zu sein. Ich mache die hier unten. Einfach mal ein paar Beete, dass wir ab und zu mal was zu essen kriegen. Das ist genauso wie, wo packt man denn die Raketenwerfer hin? Paprika, Kürbis. So, einen, dann packen wir da noch einen hin. Mais, Tomaten, Getreide. Cool, wir haben Getreide. Mhm. Space Cave. Och. Theoretisch könntest du dir auch ein Flugzeug bauen, dann so ein kleines, das kostet nicht allzu viel. Ah, das würde ich jetzt aber noch nicht machen. Was gepflanzt? Yay, ich verhungere. Ja, Essen brauchen wir wirklich langsam mal. Aber verarbeite noch Möglichkeit. Nahrungslösung, ich breche mal kurz die Nahrungslösung ab. Ich mache erstmal kurz ein bisschen Brot. Und dann. Wir haben aber nicht viel Getreide. Wir haben irgendwie gar nichts, oder so richtig?
Na, Essen haben wir nicht wirklich viel. Können halt Dinge, Proteine sammeln, um Snacks zu basteln oder sowas. Wir können auch los und hoffen, dass wir dort was finden. Ja, können wir auch mal. Wollte ich eigentlich was auch. Hector, lass ich mal dabei. Ach genau, Scharfschütze. Eine Reparaturstation mal noch bauen. Meine Rüstung ist komplett im Arsch. Ja. Ist das Reparaturstation oder wie heißen die? Station. Reparaturstation. Hab ich nicht erforscht, hast du die? Großes Raumschiff, ne? Nee, Base. Base. Beanspruchungsgerät. Repairing Station. Reparaturplattform. Reparaturkonsole. Erforscht einfach beides. Ich denke, wir brauchen Reparaturplattform. Eine Reparaturplattform, die hat zwei aufgerüstet, eine Reparaturkonsole, um zu gucken. Also, okay, wir brauchen beides. Du brauchst echt beides? Ah, Reparaturkonsole? Nee, wir brauchen die Reparaturstation, nicht die Reparaturplattform. Ja, aber ich glaube, Saskosium-Legierungen, alter Falter, das ist ganz schön. Wurmspule haben wir jetzt dann aber nicht mehr. Weiß ich nicht. Also das ist ganz schön, das ist ein bisschen... Wir müssen auch auf einem anderen Planeten mal. Passagiersitz, Drehmomenteinheit. Klonkammer hast du gebaut. Ich habe eine Klonkammer gebaut? Ja, habe ich. Für das Raumschiff, wenn du später unterwegs bist. Achso. Fürs Große soll die sein. Oh, Reparaturstation kann ich aber hier herstellen. Mich noch mal ran? Weiß ich nicht. Stell dir neben die Krankenstation. Einfach alles auf einen Haufen. Hm. Besonders fällt mir gerade auf, mein Passagiersitz ist auch offen. Ja, so wie sich das gehört. Also ich habe jetzt deinen Sitz im Endeffekt neu gemacht. Was? Jetzt bin ich... Warte, bis das Objekt stärker beschädigt ist. Okay, meine Rüstung ist aber noch nicht beschädigt genug, um repariert zu werden. Ernsthaft jetzt? Ja. Schauen wir mal. Sniper reparieren? Ja, okay, kannst du alles dann reparieren, cool. Raketenwerfer nimmt ganz schön schnell ganz schön viel Schaden. Gut. Komm mal. Ja. Nur. Okay, ja. Wir fliegen einfach los, da setz dich einfach rein. Warte. Liegen noch Raketen oder sowas drin im Ding? Müssten. Wenn bringen wir welche. Nee, nur 130 mm Raketen. Also für das Schiff dann. Die würde ich auch nehmen, meine ich. Also die Raketen fürs Schiff. Meinst du jetzt die Raketen fürs Schiff oder andere Raketen? Raketen. Die blauen. Soll ich die hin tun? Drop sie mir einfach. Hier und hier. Jetzt aber nicht viele Raketen, ne? Dankt, ja, alles gut, das reicht um... Du scheiße aus. Hey, es sieht eigentlich ganz cool aus, bis auf diesen Passagiersitz. Ja, richtig. Meine ich. Irgendwie konnte man das doch auch einstellen, dass man die Dinger auf irgendeinen Hotkey legt oder so. Ja, kannst du. Weil du kannst ja auch Waffen ein- und ausfahren, dachte ich. Ja. Ja, richtig. Right. Ich glaube, du hast so, ja, hier kannst du automatische Gruppierungen machen und so. Ah, okay, du kannst hier sogar CPU-Punkte bauen und gucken, wie dein Schiff. Okay, bist du drin? Ja. Ja. Ja, ich bin da. Ich muss jetzt nach links. Ich glaube, ich weiß. Ja, nach links. Also fast 180 Grad. Sag mal, 120. Warte mal ganz kurz, ich lande nochmal. Warum? Ich habe noch einen Kern. Der was dir... Einmal mit Profis arbeiten. So, der kommt jetzt dahin und jetzt sollte ich, ja, zumindest ein bisschen besser mich drehen können. So, wohin? Weiter, ja, weiter nach links. Ja, geradeaus. Jetzt ein Stück weiter nach rechts und dann haben wir es. Eigentlich ganz... Ja, lass es. Lass gut sein. Ich sehe halt absolut nichts. Mit Shift kannst du sogar ein ganz kleines bisschen dashen.
Oh, sollte man in den roten Bereich kommen? Mit der Geschwindigkeit? Wie lange noch? 3 Meter noch. Jetzt über den See und dann sind wir da. Naja, ich sehe es. Eigentlich können wir reinfliegen und gleich die Tower zerstören mit einem Schuss. Ja, kannst du machen, wenn wir selber nicht zerstört werden. Ja, die sind eher, glaube ich. Ich stelle mal kurz auf Pilotenmodus um, so. Deine Katzen? Unter anderem. Nee, aktuell schießen sie nicht auf uns, weil wir mit ihnen verbündet sind. Irak, guck mal, ein Eisenlager. Eisenerz, wollen wir das gleich raiden? Oder machen wir erstmal die Tower, oder? Warte mal, das ist links, oder? Den hier, Tower und alles? Keine Ahnung, ich war hier noch nicht. Ich sehe hier absolut nichts. Ich sehe grün. Ist noch, gerade aus jetzt. Da sind auch Drones. Wo sind die? Guck mal bitte auf der Map. Ah, da. Okay, jetzt sehe ich ihn. Okay. So, ich denke aber fast... Du hörst mich, ne? Ja, ich höre dich noch. Ich denke aber fast, dass die Drohnen uns angreifen werden, oder? Aktuell noch nicht, aber sobald du die rapest, ja. Manchmal, ey, das ist so komisch manchmal. Du bist jetzt runter da. Warte, ich wollte gucken, ob irgendwas mit Dev ist. Und ich würde das Flugzeug ein bisschen weiter wegparken, oder? Nee. So, kriegen wir es hin. Wir werden das Schiff nie wiederfinden. So, und landet. Okay, wir sind gelandet. Der Adler ist gelandet. Die Power ist aus. Hier, 100 Meter. Ja. Wir können eigentlich gleich reinlaufen, ganz gemütlich schon. Bleiben die erstmal die Drohnen, weil ich. Nein, oder? Ich würde einfach reinlaufen. Dann? Wir sind keine Feinde. Ja, aber wir können dann auch nicht looten. Natürlich können wir looten. Aber ich will aber. Oh, was ist los? Die Raptoren machen Damage, Alter. Hat das Plus gegeben? Ja. Das Kupfer hier mit. Da haben wir nämlich immer noch kein Vorkommen gefunden. Das stimmt. Also merke auf nichts schießen, dass wir drin sind vor dem Loot. Richtig. Hast du eigentlich so irgendwas komisch zum Heilen mitgenommen? Nee, gar nichts. Ich auch nicht. Das ist so komisch, dass die Drohnen... Aber das war doch... Wir sind mit denen verbündet. Guck, wir laufen jetzt hier einfach ganz gemütlich rein. Tür auf. Hier steht einfach ein Turret-Roboter, die was spawnen. Drücken wir den Knopf. Jetzt können wir hier runter. Hier spawnen noch mehr Soldaten. Ja, hier spawnen gerade ganz viele Soldaten. 3 auf einmal. Yep. Du darfst die Container übrigens nicht öffnen. Ja, klar. Aber wir können gleich bis zum Kern gehen, weil hier ist der Kern und wir springen einfach den Kern in die Luft. Ich bin am Kern. Wo bist du hin, oder? Ich komm gerade erst wieder rein. Bist du nach unten? Ich bin nach unten, immer nach unten. Okay, ich komme. Wachen vorbei, keine Container aufmachen. Hier ist der Alter, Kern. Das ist Infiltration pur, ey. Oh Mann, du hast die Tür wieder. Hast du Sprengladungen? 2 Stück. Ich habe keine, nämlich. Ja, nee, hier hinten kann man. Hier hinten kann man kaputt machen. Lass die erstmal rausfahren, oder? Ich weiß nicht, ob ich hier auf dem Boden einfach eine blazen soll, dass wir die Dinger zerstören lieber, als den Kern. Welche Dinger? Ja, geh mal raus auf den Gang. Wir kämpfen auf dem Gang, hier drin können wir nicht. Und ich blaze hier 2 Bomben. Eigentlich nicht auf dem Gang kämpfen, weil hier hast du keine Deckung, Alter. Ja, aber da drin explodiert alles in dem kleinen. Gehen hier überall. In dem Kern explodiert alles jetzt. Ich glaube nicht, dass die uns jetzt machen würden. Ich bin gleich tot. War ja fast zu erwarten, aber die Respawn-Pads sind jetzt auch aus, ne? Ja, alles ist aus! Helf dir. Ja, das war ja simple Mathematik. Simple Mathematik, Alter. Ja, nö. Ernsthaft jetzt? Ja, wir haben das easy gemacht. Das stimmt. Easy, einen gigantischen Außenposten, jetzt sind wir mit allen befeindet. Aber die sind alle tot, oder warst du das? Nö. Hier ist ein Respawn-Pad, kann man die also abbauen? Ich hab die hier draußen, ich hab ein Nachtsichtgerät gewonnen. Aus dem Respawn-Pad kriegst du übrigens...
Aus dem Respawn Pad kriegst du übrigens Holz. Cool. Baut das Ding einfach ab. Geht schneller als da zu looten. Haben die Drohnen eigentlich irgendwas dabei oder so? Keine Ahnung, ob Drohnen da was dabei haben. Rottest du gerade alles aus? Ja, ich versuch's zumindest. Hm. Warte, baust doch ab! Nein! Lalalala. Hier draußen müssten ganz viele sein. Guck mal erstmal hoch, da sind auf jeden Fall ein paar. Mach nur, ich loote hier mal weiter. Wo ist denn hier der Aufzug? Den hast du abgebaut. Als ob ich einen Aufzug abgebaut habe. Ja, du hast den Aufzug abgebaut. Ja, die sind weg. Die hier oben standen. Alle weg, die Boys. Oh ne, hier draußen. Waren hier nicht die hatten Drohnen? Eine Salami, da, Leute. Drohnen. Wir haben die Drohnen vergessen. Ja, das habe ich doch gesagt, dass da Drohnen sind. Ich bin erstmal drin und esse eine Salami. Die ballern ihre eigene Base, auch lustig. Transporter nähert sich? Ja, ja, das haben sie doch immer. Den müssen wir am besten abschießen, den Transporter. Was schießt er? Das sind zu viele, Benjamin, es sind zu viele! Ein Transporter! Das, wie der Transporter ist auch mit drauf geflogen. Ace, wo ist hier ein Transporter? Naja, ich habe vollstes Vertrauen in dich, ich nehme die Base währenddessen auseinander. Ja. Aber so viel. Es ist interessant, dass die so viel Essen dabei haben. Echt? So, Transporter. Oh Gott, ich sehe sie. Wo? Da haben zwei Dudes. Aber die stehen dann nur. Zacken jetzt die Header, Alter. Cool, diesen One-Hit. Ex, ich will überall auf dem Gelände rennen, die Boys rum. Tja. Reputationen, wir haben bei den Talern. Oh, Benjamin! Ja, was denn? Irgendwas hat mich gerade auf 200 HP runtergehauen. Salamis, rettet mich! Jetzt wird's schwer, die zu sehen. Ja. Rückt noch einer rum. Aber du kannst die auf die Range echt gut wegmachen, also. Ich brauche, glaube ich, eine Sniper. Ich glaube, das war aber auch der einzige Stützpunkt, den die hatten, weil es ist kein Talon-Gebiet mehr. Ja, aber rechts und links sind noch Gebiete. Das war... Oh Gott, aua, oh Gott. Und hier stand noch so ein scheiß Turret-Robot. Hm. Ist sonst noch irgendwas hier? Nö, ich glaube nicht. Dann nehmen wir die Base mit, würde ich sagen, oder? Ja, alles auseinandernehmen. Gibt Stahlplatten ohne Ende. Dann brauchen wir zumindest keinen Stahlformen, hätte ich gesagt. Na, Stahlplatten brauchen wir eh nicht. Also aber gehärtete Platten sind ganz geil fürs Raumschiff, fürs also Große. Wir haben so viel Shit. Aber zum kurzen Mitnehmen. Nee, Felix, nie. Den Rest habe ich größtenteils, glaube ich, schon abgebaut. Ja, ich lasse es jetzt auch, glaube ich. Wollen wir dann erstmal weiterfliegen, ein bisschen was erkunden? Wegen Ressourcen und so weiter. Wir brauchen ja immer noch einen Kupfervorkommen. Ja, warte mal. Ich habe hier ein Sturmgewehr Stufe 1. Das braucht keine Sau. Ja. Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir die ganze Base untergraben? Kann ich nichts, oder? Ich weiß es nicht. Warte, da steht noch einer. Jetzt nicht mehr. Ich muss erstmal die Leichen dort hinten looten, da liegen so viele Leichen. War da der Transporter oder was? Weiß ich nicht, aber ich habe hier irgendwie 5 oder 6 Leute erschossen. Hm. Hab zumindest Laser-Upgrade-Bausatz. Cool. Ja, so kriegt Kupfervorkommen. Was ist Kupfervorkommen? Also ein Kupferstein. Ja. Halt ausgedrückt. Besonders haben die außen oben gehärteter Stahl und innen drin normalen. Einen Meter weiter. Mhm. Lalala. Ja, das war ziemlich einfach. Sehr schön, gut, wir haben es von innen infiltriert. Ja, natürlich, aber grundsätzlich. Was, ich spiele noch schwer, oder? Eigentlich nur? Ich habe eigentlich die Typen auf schwer gestellt, ja. Über den Server-Einstellungen. Ja.
Der Rest ist schon gespawnt. Ich habe eigentlich auch mit mehr Gegenwehr gerechnet. Ich habe die gefährliche in Erinnerung. Ja, mir soll es recht sein, ich will mich jetzt nicht beschweren. Ja gut, wir haben auch die schwere Rüstung und alles schon. Ja. Hier nur mal ein bisschen gucken, weil ich gerne Pflanzenproteine hätte.